Okay, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu DGZS Simulator. Ja, ich bin Basti, ich zock wieder mit Andi und wir haben ein Handy. Handy klingelt. Vielleicht hört ihr es. Vielleicht auch nicht. Ja. Nee. Ja. No, wer hört? Ja. Da klingelt das Handy. Ja. Seenotkreuzer Hermann Marwede, Piet Sönken hier. Hier spricht Friedrich. Ich bin Vogelwärter für das IFV. Ach, wie schön. Ich sehe Richtung Whitcliff Personen stehen und panisch winken. Das ist weniger schön. Sie stehen und winken? Ja, ich denke schon. Ich beobachte sie mit dem Fernglas und erkenne sie nur grob. Die können eigentlich nur direkt auf dem unter Wasser liegenden Cliff stehen. Vielleicht sind es Verletzte. So oder so, wir müssen sie bergen. MRCC Bremen, hier Hermann Marwede. Uns wurden Leute im Cliff gemeldet. Hallo Hermann Marwede. Lauft ihr aus? Ja, das machen wir. Wir haben Kontakt zu einem Vogelwart, der die Personen im Blick hat. Gut, haltet uns auf dem Laufenden. Können Sie am Handy bleiben, Friedrich? Na sicher, ich beobachte die Person weiter. Sehr gut, wir bleiben in Kontakt. Okay, ja, dann machen wir jetzt mal auf Zeitreffer. Wir haben gerade eben schon mal die Mission angefangen, ein bisschen. Muss ich jetzt wirklich sagen. Wir wollen halt so ungefähr wissen, was uns erwartet, wie wir das machen müssen, so damit wir so ungefähr wissen, was wir so machen müssen. Ja, damit wir dann wissen, müssen wir Zeitraffer machen und wie wir sowas, halt das alles. Ja, darum wissen wir so ungefähr, ich würde sagen, die ersten drei Viertel oder sowas. Also ich weiß nicht, wir haben es nicht zu Ende gezockt. Jetzt diese Mission. Und deshalb, ja, gucken wir einfach mal, was sich da so aufstellt. Friedrich, gibt es etwas Neues? Schlecht. Zu weit? Piet, ich glaube, uns bricht hier die Handyverbindung ab. Das ist Mobilfunk, nicht UKW. Du hast recht. Wenn wir zu weit rausfahren, verlieren wir die Verbindung zu der einzigen Person, die Sichtkontakt mit den Gesuchten hat. Das sollten wir nicht riskieren. Zurück in den Empfangsbereich. Dann brauchen wir eine Übertragungsalternative, Piet. Ja. 2000. Herr Friedrich, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Gut, dann sind wir in Mobilfunkreichweite. Genau. Müssen wir jetzt mal die Verena halt. Arndt! Hier! Kannst du das Handygespräch mit Friedrich mit UKW zu mir legen? Ich probier's mal. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören. Klasse. MRCC Bremen, Tochterboot Verena aus. Suchen jetzt das Whitcliff auf. Zwei Personen an Bord. Funkkontakt zur sichtenden Person steht. MRCC Bremen, verstanden. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, war die Karte. Jetzt sind wir auf dem Weg zum Whitcliff. Ja, hier ist nochmal die Karte zu sehen. Genau, wir haben schon gesagt, wir haben gerade ein bisschen angespielt, aber nur ein bisschen. Aber nur so, damit wir ungefähr wissen, was so passiert alles. So, ich mach mal wieder ein bisschen Zeitraffer. Ja, genau. Jetzt fahren wir da Richtung Whitcliff. Dann sind wir da. Verena an MRCC Bremen. Sind vor Ort am Whitcliff. Genau. Herr Friedrich, sehen Sie immer noch die Personen? Ja, ich habe sie immer noch im Blick. Wir sehen hier absolut niemanden stehen. Was zur Hölle sieht der Kerl? Wir sehen hier niemanden. Wie genau beobachten Sie die Personen denn? Was wollen Sie wissen? Wie groß sehen Sie die Personen? Tja, ich würde sagen, gut, aber klein. Ich kann aber Ihre Winkerei noch erkennen. Nicht groß jedenfalls. Welches Fernglas benutzen Sie? Naja, ein handelsübliches. Variabler Zoom.
Wie hoch ist denn der Zoom? Der Zoom? Naja, höchstmöglich 60-fach. 60-fach Vergrößerung? Damit schaut ihr doch nie nur bis zum Cliff. Stehen die Personen wirklich? Naja. Ja, die stehen schon. Aber auf was stehen die denn? Irgendwas Schwimmendes halt. Verdammt! Das sagt er uns jetzt! Ich sag dir was. Der hat ein verdammt gutes Fernglas. Er kennt die Personen trotzdem nur sehr klein. Und sieht Personen auf etwas Schwimmendem stehen. Die Leute sind gar nicht auf dem Cliff. Die sind irgendwo weit draußen im tiefen Wasser. Wir sollten sofort aufbrechen. Ja. Ja, nein. Jetzt brauchen wir einen Hubschrauber. MRCC, wir brauchen einen Hubschrauber. Habt ihr die Personen nicht finden können? Nein, wir gehen davon aus, dass sie viel weiter nördlich sind. Im tiefen Wasser. Vielleicht auf einer gekenterten Yacht. Verstehe. Wir leiten eine Suche ein. Wir beginnen nördlich des Cliffs. Ihr erhaltet weitere Informationen, sobald ihr das Gebiet erreicht. Der Hubschrauber ist unterwegs. Du machst den OSC. Sind unterwegs. Genau. OSC wird gleich nochmal von der Tante hier erklärt. Wie immer das meiste sagt. Verena an MRCC Bremen. Bisher noch niemanden gesichtet. Verstanden. Ja, die Tante. Ja, die Tante vom MRCC Bremen. Das hatten wir schon in der ersten Folge erklärt. Ja, hier seht ihr schon den Hubschrauber. Ja. Warte, ich halte mal meine Maus drauf. Hier so. Ja. Oh ja. Okay. Nur so. Das Suchgebiet wird sehr klein sein. Wir werden die Anweisungen mal nicht befolgen. Das haben wir schon gelernt, also Anweisungen befolgen. Pff. Okay. Machen wir so ein bisschen. Guck mal, es sieht so aus, als wenn die beleuchtet, oder? Die. Ja. Okay. Jetzt machen wir eine Wende. Und. Ja, dann fahren wir ins Suchgebiet. Und dann werden wir sehen. Ich mache mal wieder Zeitraffer. Ja. Genau, dann müsst ihr nicht so lange warten wieder. Und wir haben auch nicht so viel Material, das wir hochladen müssen. Gleich sind wir im Suchgebiet angekommen. Genau. Hier, wenn ihr genau hinguckt, seht ihr noch mal einen kleinen schwarzen Punkt hier. So ungefähr. Das ist der Hubschrauber mal wieder. So ungefähr. Ich ziehe mal einen Kreis drum. Ja, jetzt fliegt der da lang. Genau. So, okay, gleich sind wir im... Dings hier, im... Suchgebiet. MRCC Bremen. Verena erreicht jetzt das Suchgebiet. Verstanden, Verena. Der Hubschrauber ist bereits im Einsatzgebiet. Wir machen eine koordinierte Creeping Line Search. Fahrt parallele Tracks innerhalb des Suchgebiets. Der Hubschrauber überfliegt das Gebiet. Ich weiß, was Creeping Line Search ist. Wir melden uns bei Sichtkontakt. Viel Erfolg. Okay, das machen wir jetzt nicht. Wir wissen schon ungefähr so, wo die liegt, ne? Irgendwo da hinten, ja, da. Dann sieht man sie auftauchen. Gleich wird das hochnehmen. Ja, genau. Jo. Jetzt mal ein bisschen schneller. Warte jetzt. Ja, da hinten. Ganz am Rande des Suchgebietes. Nein, sogar noch weiter draußen. Hä? Nee. Das könnte nicht sein. Jetzt haben wir... Ja, da. Jo. Ganz am Rande des Suchgebietes. Ganz am Rande.
MRCC Bremen, wir sehen drei Personen. Sie befinden sich um eine gekenterte Yacht. Die Yacht schwimmt Kiel oben und macht Wasser. Sie stehen nicht mehr drauf, sondern sind in die See gesprungen. Ich gebe die Koordinaten durch. Gut gemacht. Ihr solltet mit der Bergung beginnen. Bei der Wassertemperatur von rund 18 Grad sind sie sicher unterkühlt. Hier OSC Hermann Marwede mit drei Schiffbrüchigen an Bord. Bitte informiert das Krankenhaus auf Helgoland. Wir bringen sie mit der Marwede dorthin. Schon dabei. Okay. Wir haben noch nicht mal die Schiffbrüchigen an Bord, aber... Ja. Ne, das war wohl ein Bug. Da ist die zweite Person. No. Ja. Okay, das ging schnell. Wo sind jetzt die Daten? Da, da. Da, okay, dann nehmen wir die auch auf. Hier OSC Hermann Marwede mit drei Schiffbrüchigen an Bord. Bitte informiert das Krankenhaus auf Helgoland. Wir bringen sie mit der Marwede dorthin. Schon dabei. Okay. Ja, ich glaube, die sind beleuchtet. Also, ich glaube, die Trägerfläche da ist beleuchtet. Jasper, wir haben drei unterkühlte Personen. Bereite alles zur Stabilisierung vor. Geht klar, Pete. Wer weiß, wie lange sie dort schon trieben. Ich werde unterdessen die Hermann Marwede nach Helgoland steuern. Okay, dann machen wir mal wieder Zeitraffer. Okay, und dann fahren wir jetzt mal Richtung Helgoland wieder. Genau. Hier seht ihr noch mal ein bisschen die Ansichten. So. Ja, genau. Dann fahren wir jetzt wieder nach Helgoland. Ja. Und fahren da zum Krankenhaus. Genau, hier seht ihr noch mal Andi. Auch wieder mal dabei ist, wie er das Schiff auf der Karte steuert. Das kann man nämlich auch. Jetzt haben wir wieder zur normalen Ansicht gewechselt. Anlegeplatz. Da gehen wir die dann ab. Hier OSC Hermann Marwede mit drei Schiffbrüchigen an Bord. Bitte informiert das Krankenhaus auf Helgoland. Wir bringen sie mit der Marwede dorthin. Schon dabei. Okay. Was das jetzt gerade eben sollte, weiß ich jetzt nicht. Ist aber auch egal. Damit beendet ist. Ich glaube, ja, das wird so einfach. Das wäre dann was für die erste Mission. Ja. Okay. Dann legen wir jetzt da an. Thank you.
Okay. Okay. Das müssen wir jetzt machen. So, müssen wir jetzt anlegen. Ja. Hier in der Nähe. Ne, dann auch noch da.